So, wir sind jetzt hier in meiner Folterkammer quasi. Und heute mache ich eine Laufbandanalyse mal mit verschiedenen Schuhen. Bedeutet, ich gucke mir einfach heute mal an, mit welchen Schuhen laufe ich wie, bei welcher Geschwindigkeit, wie sieht das aus. Und das zeige ich euch natürlich nachher. Ich habe ganz unterschiedliche Schuhe hier, ganz flache Schuhe ohne irgendwelche Sprengung und ohne Dämpfung. Dann richtig Brocker von früher noch, die richtig schwer sind. Dann habe ich die Hoka hier mit richtigen, ja, mit richtiger Dämpfung. Und dann habe ich eben meine schnellen Schuhe, die ich sonst immer anhatte, auf verschiedenen Strecken und werde das Ganze mal testen, auch barfuß. Das Ganze sieht so aus, dass ich eben zwei Softboxen habe, damit das Ganze optimal ausgeleuchtet wird. Gerade bei den hohen Frame-Zahlen, dann braucht man eben ein bisschen mehr Licht. Dann steht das da unten auch schön auf so ein Soft-Dingen, damit die Kamera eben schön stabil bleibt. Dann habe ich hier gleichzeitig noch die Analyse und ein paar YouTube-Videos, die ich dabei gucken kann. Hallo Sören und ja, hier das Laufband. Ich werde die Tests eben locker bei so 12 km/h machen und mal bei Wettkampftempo so ungefähr 18 km/h oder so. Da werde ich mal gucken. Also zwei verschiedene Geschwindigkeiten, die ich dann einstelle. Und dann gucke, wie meine Füße eben abrollen. Ja, das probiere ich jetzt aus und werde euch dann natürlich später das Ergebnis zeigen. Dabei habe ich auch immer hier den Fernzünder quasi, dass ich die Kamera eben, wenn ich laufe, anmachen kann und ausmachen kann. Da muss ich nicht immer da unten hingreifen und so kann ich das Ganze dann analysieren. Ich teste das Ganze jetzt mal mit den Einstellungen und so weiter. Heute Abend kommen eben noch die Kollegen vom Verein und dann machen wir das gleiche mit denen auch. Einmal barfuß gucken, wie sieht es barfuß aus? Ist da grundsätzlich irgendwas falsch oder muss man die Schuhe eben anpassen? Aber das zeige ich euch dann später. So, jetzt können wir uns noch mal ganz kurz den Stufentest angucken, den ich gerade wieder gemacht habe. Also 18 Minuten und jedes Mal eine Minute höher geht das Ganze und so sieht das Ganze eben aus. Da habe ich jetzt immer so eine Auswertung, die ich mache, werde das Ganze beobachten über die Zeit, nur ganz kurz, wie das dann eben aussieht. Also da stehen eben die ganzen Daten drin, die Herzfrequenz und die Sauerstoffsättigung, in welchen Bereichen ich eben gewesen bin. Hier sieht man eben die ganzen Stufen sehr schön bis zur Ausbelastung. Man sieht, dass die Sauerstoffsättigung eben deutlich nach unten geht und die Herzfrequenz natürlich nach oben geht. Und dazu dann eben auch ein paar Kommentare. Was mir aufgefallen ist heute, dass ich entweder durch den Muskelkater oder durch die Kohlenhydrate deutlich weniger Sauerstoffsättigung drin hatte als zuvor noch. Da war ich eigentlich die ganze Zeit bei 60, 70. Jetzt bin ich nur bei 50, 60 gewesen, auch schon in den Ruhebereichen. Da werde ich mal gucken, ob das damit einen Zusammenhang gibt und ja, wie das Ganze eben aussieht. Und ja, was ich noch dabei mache, ist eben die HRV-Analyse gleichzeitig noch dann mit auswerten und werde das Ganze dann später auch mal miteinander vergleichen, aber das sind so Daten, die ich dann eben hier in der Laufbandanalyse bei mir eben dann mache und die natürlich jemand, der das hier machen möchte, dann eben auch mit an die Hand bekommt und dann auch mal Werte vor und nach dem Training irgendwann miteinander vergleichen kann. Also, wie gesagt, damit kann man sehr gut rumspielen und wir sind einfach mal gespannt, was sich so in nächster Zeit ergibt oder mit unterschiedlichen Ernährungsweisen, was sich da vielleicht tut bei der Herzfrequenz, bei der Sauerstoffsättigung, bei der Leistung natürlich, wie viel man jetzt laufen kann und solche Sachen und können dann natürlich so sehr gut mit einem standardisierten Verfahren eben auch gucken, wie wirken sich irgendwelche Kleinigkeiten eben aus. Liegt das jetzt am Muskelkater, dass da weniger Sauerstoffsättigung war? Dass die Herzfrequenz anders war und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine interessante Sache. So, jetzt eher mal was für Leute, die sich irgendwie Laufschuhe holen wollen oder sowas und mal einen kleinen Test, den ich gemacht habe. Das ist jetzt nur ein kleiner Test. Ich wollte einfach mal gucken, wie das aussieht jetzt mit der Kamera und so weiter. Habe verschiedene Laufschuhe genommen und mal die Laufbandanalyse so gemacht. Weil gleich kommen ja die beiden anderen Kollegen aus dem Verein und wollen das eben auch machen mit verschiedenen Schuhen. Einfach mal testen, welcher Schuh ist eben. Oder wie arbeitet der Körper oder die Füße mit welchem Schuh? Ich habe das auch hier nur von der Seite gemacht, um euch mal kurz das Prinzip zu erklären. Normalerweise kann man das auch noch von hinten dann machen, um eben auch Supination, Pronation zu überprüfen, ob man Innenverstärkung, Außenverstärkung oder sonst was bräuchte. Oder eben auch ein bisschen weiter weg, damit man guckt, wie ist die Hüftstellung zum Beispiel.
weil meistens ist es auch so, dass Leute eben eine falsche Hüftstellung haben, nach vorne gebeugt sind oder zu sehr ein Hohlkreuz machen und dann auch die Fußstellung dadurch falsch ist. Und da kann man laufmäßig sehr viel rausholen. Aber schauen wir uns das mal an. Erstmal mache ich das Ganze barfuß. Ich habe drei verschiedene Geschwindigkeiten, 9 km/h, 15 km/h und 18 km/h, um einfach mal so einen ganz, ganz lockeren Lauf zu simulieren und einmal so mittleres Wettkampftempo bei 15 km/h und dann Wettkampftempo bei 18 km/h und guck mir das Ganze dann an. Zuerst barfuß, um zu gucken, ob grundsätzlich irgendwas im Argen ist, quasi ob der Körper irgendwie grundsätzlich eben durch Hüftstellung oder so ein bisschen falsch ist, ob ich mit der Ferse schon barfuß aufkomme, denn dann wäre irgendwas anderes falsch, da müsste man da mal gucken, was da los ist. Aber ansonsten sieht man hier, dass ich mit dem kompletten Fuß eben aufkomme und das ganze Fußgewölbe hier, was eben vorhanden ist mit den ganzen kleinen Knochen und Bändern, Sehnen, Muskeln und so weiter, die Energie, die jetzt hier reinkommt, abfangen kann. Das sieht man eben, wie das auch nach unten hier dann geht und wie die Energie dadurch eben abgefangen wird. Wenn ich dann mit der Ferse aufkommen würde, wenn ich jetzt schon aufkommen würde, würde die Energie natürlich zack hoch ins Knie gehen und wenn ich das dann über 20, 30 Kilometer mache, würde ich irgendwann Knieschmerzen bekommen. Was man auch schön sieht, ist auch nachher bei den Schuhen, dass ich eben relativ außen aufkomme und der Fuß nach innen wegklappt. Hier, zack, ich komme außen quasi auf und der Fuß klappt dann nach innen weg und das ist eigentlich auch noch alles im grünen Bereich. Auch von hinten würde man sehen, dass ich kaum Supination oder Pronation habe. Das heißt, meine Fußmuskulatur, meine Fußgelenke hier, die sind eigentlich sehr stabil. Da muss ich mir keine Gedanken machen und ansonsten sieht das im Barfußlaufen eigentlich ganz gut aus. Auch bei höheren Geschwindigkeiten sieht man hier eigentlich ein ganz normales Laufverhalten eben mit dem, ich komme mit dem kompletten Fuß eben auf. Das ist auch so eine Sache, wenn ihr Barfußlaufen mit der Ferse aufkommen würdet, dann tut das schon ziemlich weh und dementsprechend wirkt ihr eigentlich automatisch schon vom Kopf her dagegen, wenn ihr lauft, ihr könnt ja mal versuchen beim Laufen mit der Ferse aufzukommen. Das tut weh und gerade wenn es ein harter Untergrund ist und dementsprechend lauft ihr da wirklich automatisch schon auf dem kompletten Fuß. Immer nur Vorfuß laufen ist auch nicht richtig. Es gibt ja viele Leute, die immer nur euch Vorfuß laufen erklären. Das ist totaler Quatsch. Also wenn ihr nur Vorfuß laufen würdet die ganze Zeit beim Laufen, dann würde das sowas von auf die Waden gehen und die Muskulatur beanspruchen. Es geht auch sehr viel Energie dann dadurch verloren. Deshalb ist das der oder ist das eben ein effizienter Laufstil. Wenn ihr natürlich in sehr hohe Bereiche geht, Intervalltraining macht, 400 Meter läuft oder sonst was, dann kommt ihr natürlich in den Bereich, dass ihr Vorfußlaufen macht und ihr könnt euch nicht immer alles von irgendwelchen Afrikanern angucken, die sowieso nur 50 Kilogramm wiegen und Geschwindigkeiten doppelt so schnell laufen wie ihr. Dann ist das eine ganz andere Sache. Da kommt man automatisch dazu. Aber bei diesen Geschwindigkeiten hier so 18 km/h oder sowas, lauft ihr eben auf dem ganzen Fuß und nicht auf dem Vorfuß. Das ist Quatsch. So, dann als nächsten Schuh ein relativ leichter Barfußschuh, was heißt relativ, der wiegt 100 Gramm oder sowas. Es gibt noch eine leichtere Version davon, die wiegt glaube ich mittlerweile 80 Gramm. Der hat keine Sprengung oder ich glaube nur 3 mm. So, irgendeine Bestellung. So, der hat keine Sprengung, das heißt, der ist wirklich wie im Barfußschuh, ist natürlich jetzt nicht so wie diese Five Finger irgendwas, wie die heißen, aber er wiegt nichts und er ist sehr nah am Boden dran quasi. Und ja, hier sieht man eigentlich, dass der Schuh genauso arbeitet oder fast so genauso arbeitet wie eben der Barfußschuh. Das heißt, ich komme relativ gut auf den Mittelfuß auf, ist jetzt auch nicht irgendwie fersenlastig oder sowas. Bei höheren Geschwindigkeiten sieht das dann manchmal schon ein bisschen anders aus, dass man da schon ein bisschen fersenlastig aufkommt. Aber wenn ihr mal Videos von anderen Leuten seht oder wenn ich euch die Videos von den Kollegen zum Beispiel zeige, dann sieht das extrem aus. Dann sind die hier mit dem Winkel irgendwo hier oben. Ich habe auch so ein Winkeltool, mit dem ich dann die Winkel auch messe. Einmal jetzt von der Seite, von hinten und dann genau sagen kann, wie viel Grad ist das und mal gucken kann, was das Training dann eben bringt, was die Schuhe eben für einen Unterschied machen. Aber hier ist das Ganze trotzdem noch nicht wirklich so schlimm, gerade eben für die kürzeren Distanzen, wo ich den Schuh anhabe. Zack, ich komme eigentlich nicht so krass fersenlastig auf, komme relativ schnell runter und der ganze Fuß kann dann eben auch abfedern. Hoch.
Also die Schuhe sind für die Geschwindigkeiten eigentlich sehr gut geeignet. Natürlich, solche Schuhe, die dämpfen nicht viel, da ist nichts an Dämpfung eigentlich. Das heißt, die ganze Energie geht natürlich dann in den Fuß, in die Knochen und so weiter rein. Das heißt, diese Schuhe sind eben sehr gut auch dafür geeignet, um die Fußmuskulatur und die stabilisierenden Bänder und so weiter zu trainieren. Ich würde jetzt aber mit Sicherheit keinen Marathon dann mit diesen Schuhen laufen oder 30 Kilometer mal locker oder sowas. Naja, also da muss man dann schon unterscheiden. So, hier nochmal bei dem höchsten Tempo, da sieht man eigentlich, wie sich das Ganze dann wieder eher auf den Mittelfuß und ja, Richtung Vorfuß verlagert, umso höher die Geschwindigkeiten werden. Dann habe ich hier den Brooks T7 Racer, müsste das sein. Hier bei 9 km/h sieht man eigentlich, dass das Ganze noch geht. Hier sieht man jetzt den Unterschied schon zwischen der bei der Dämpfung, zwischen dem einen Schuh und diesem Schuh hier. Da sieht man auch, dass der so ein bisschen nach innen knickt. Würde man wahrscheinlich auch sehen von hinten, dass der relativ oder instabiler ist als vielleicht andere Schuhe. Gerade weil der eben auch noch eine etwas höhere Dämpfung hat. Aber ansonsten ist hier soweit eigentlich auch noch alles okay bei den Geschwindigkeiten. Sobald die Geschwindigkeit dann höher wird, sieht man schon so ein fersenlastiges Abrollverhalten. Zack, da sieht man es. Aber wenn man den Winkel berechnen würde, wäre das immer noch nicht so schlimm wie bei anderen Schuhen. Hier jetzt die höchste Geschwindigkeit bei 18 km/h und dort eben das gleiche Spiel. Irgendwann kommt man auch, wenn man wirklich hohe Geschwindigkeiten läuft, auch wieder dazu, dass man dann eher mit dem Mittelfuß läuft. Das ist eben evolutionstechnisch, wenn ihr ganz normal spazieren geht, lauft ihr die ganze Zeit auf der Ferse. Aber das sind eben auch keine wirklichen Sprungkräfte. Ihr seht ja schon hier die unterschiedlichen Spannweiten quasi, sag ich mal, zwischen diesem lockeren Lauf hier, zack, und dem schnellen Lauf. Also ihr springt überhaupt nicht so hoch und da geht eben auch nicht so viel Energie ins Knie rein. Von daher ist das für den Körper zwar effizienter, ist es für den Körper effizienter, mit der Ferse dann aufzukommen, beziehungsweise energiesparender, aber natürlich geht es dann eben aufs Knie. Bei höheren Geschwindigkeiten sieht es dann anders aus. So, dann habe ich hier meine Adidas, das sind die Adi Boost, glaube ich. Sieht man auch schon überall kaputt, aber das sind immer meine liebsten Wettkampfschuhe gewesen, obwohl die auch ziemlich eng waren. Ein bisschen mehr gedämpft, ein bisschen anders gedämpft. Sieht man auch, dass die nicht durchgehend eben sind, sondern schon ein bisschen angepasst sind, aber hiermit auch bei niedrigen Geschwindigkeiten relativ gut auf dem Mittelfuß. Und hier sieht man eigentlich auch immer sehr schön, dass ich von außen nach innen wegklappe. Also mein Aufsetzpunkt ist meistens immer, wenn ich falsche Schuhe anhabe, hier komplett außen. Der Winkel hier ist relativ human, sag ich mal, und ich komme dann durch die Dämpfung, die hier auch eben noch ist, dann doch noch mit dem Mittelfuß auf, obwohl er schon fersenlastig ist. Und ich würde mit diesem Schuh jetzt nicht unbedingt ein Training machen bei mittlerem Tempo, wenn ich 20, 30, 40 Kilometer am Stück laufe und das mehrmals die Woche, würde ich diesen Schuh nicht nehmen. Weil er eben dann durch diese Dauerbelastung auf das Knie schon Knieprobleme hervorrufen könnte. Ne, da muss man immer ausprobieren. Ich hatte schon Schuhe, wo ich genau gemerkt habe, ups, der Schuh verursacht mir jetzt Knieprobleme, Kniesehnenentzündung oder sowas. Hatte ich alles schon, habe ich ja vor einem Jahr mal gehabt. Ich wusste jetzt erst, wo ich mir den Schuh nochmal gekauft hatte, den anderen, dass es genau an ihm liegt. Ich bin dann wieder 5 Kilometer laufen gegangen, hatte genau die gleichen Probleme dann wieder nach einem Jahr und ich wusste sofort, dass es eben an dem Schuh dann liegt. So, hier sieht man auch immer so schön, wie dann die Dämpfung so ein bisschen auf dem Mittelfuß arbeitet. Meistens sieht man dann, wo die Dämpfung am besten oder wo die Dämpfung arbeitet, sieht man hier eben sehr gut, wo der Fuß eben als erstes aufkommt. Zack, und da klappt er dann runter. Das ist meistens immer so bei vielen Läufern, bei mir hört man es eigentlich kaum, wenn ich laufe, aber bei vielen Läufern hört man eben dieses Klatschen beim Laufen und das ist eben, wenn der Fuß dann unten auf dem Boden klappt, dann ist dann auch der Winkel, bei dem Fuß ist er noch ein bisschen extremer als bei dem einen, ist der Winkel hier noch viel extremer und dann klappt der Fuß nach unten und dann klatscht es natürlich. Und dann wisst ihr, dass da irgendwas nicht richtig ist, dann sollte man mal vielleicht so eine Analyse machen. Bei dem Schuh ist das aus der Perspektive jetzt nicht so schlimm. So, bei Wettkampftempo sieht das Ganze eigentlich ganz gut aus. Hier mal so dicke Brocken, die ich mal aus dem Keller wieder rausgekramt habe. Die hatte ich früher mal irgendwann, weil ich sie auch ja, geschenkt gekriegt hatte oder so. Und das ist natürlich
die wiegen auch mal 200 Gramm mehr pro Schuh als der Barfußschuh hier hinten. Und das merkt man schon extrem, dieses Gewicht an den Schuhen. Und das zieht natürlich auch extrem nach unten. Also man kriegt seine Füße jetzt nicht wirklich so leicht und flockig hoch wie mit den anderen. So. Bei normalem Tempo hier 9 km/h, was ja jetzt nicht wirklich viel ist, macht das Ganze auch nicht viel aus, obwohl man hier auch schon sieht, dass der relativ fersenlastig ist. Bei etwas höheren Geschwindigkeiten hier sieht man, dass ich mit dem Schuh auch aufgrund der hohen, ja, der Höhe hier hinten und der Dämpfung doch schon ziemlich krass hier unten aufkomme. Und das sieht man auch, wenn man unter die Schuhe mal drunter guckt, sieht man, wo die Stellen sind, wo es richtig abgerieben ist. Da kommt ihr dann eben meistens als erstes auf. Und durch das Gewicht klatscht der runter. Und man sieht bei diesem Schuh auch nicht wirklich die Dämpfung arbeiten. Ne? Also wenn er hier aufkommt, da ist nicht wirklich viel. Hier vorne kommt so ein bisschen die Dämpfung. Wahrscheinlich ist der Schuh auch wirklich schon auf, dass man den eigentlich wegschmeißen müsste. Aber ich schmeiße sowas nicht weg. Sondern ich benutze solche Schuhe auch, um ein bisschen Abwechslung in die Woche reinzubringen. Ich rate euch auch immer pro Woche mehrere Paar Schuhe einfach da zu haben und die durchzukauen quasi. Um eben verschiedene Belastungen auf den Fuß zu haben. Und gerade wenn das Wetter mal schlecht ist, ein bisschen matschiger oder so, nehme ich lieber so alte Schuhe, anstatt mir dann die guten Schuhe eben kaputt zu machen. Aber hier sieht man es sehr deutlich. Jetzt kommen wir mal zu den Hokas, die mir eben sehr gut gefallen haben. Müssen wir erstmal die geringe Geschwindigkeit hier nehmen. Die ziehe ich jetzt speziell an, weil man sieht schon an der Dämpfung hier, dass die wohl ziemlich extrem gedämpft sind. Gerade auch im Fersenbereich. Und die haben aber ein extrem geiles Abrollverhalten, so vom Gefühl her. Sieht man auch an der Fußbettform hier, wie es dann eben abrollt im Endeffekt. Bei niedrigen Geschwindigkeiten sieht man eigentlich, dass ich hier auch nicht so fersenlastig aufkomme. Aber was eben auf die Ferse kommt, sieht man sehr deutlich, wie das hier abgefedert wird. Also man sieht, wie die Federung hier oder die Dämpfung richtig arbeitet. Federung ist ja schon wieder ein bisschen was anderes. Dämpfung hier richtig arbeitet und den Fuß nach vorne sanft abrollen lässt. Und das spürt man eigentlich richtig in diesem Schuh. Was natürlich jetzt, wenn wir auf Tatanbahn laufen oder wenn ich auf Tatanbahn laufe, kannst du vergessen. Auf Tatanbahn kannst du mit dem Schuh überhaupt gar keine Geschwindigkeit kriegen, weil der so extrem dämpft quasi. Aber er ist eben sehr gut, wenn ich lange lockere Läufe mache, Marathon laufe oder sowas, ist dieser Schuh eben sehr gut geeignet, um das Knie zu schonen erstmal. Wenn ich so 30 Kilometer oder 40 am Stück laufe, schont das natürlich extrem das Knie, wenn der Schuh eben so ein gutes Abrollverhalten hat und dann so gut gedämpft ist hier. Gerade auf dem harten Asphalt, wenn ich die ganze Zeit laufe, ist dieser Schuh wirklich meiner Meinung nach Gold wert. Und da lohnt es sich nicht, solche Barfußschuhe zu nehmen, damit macht ihr eure Füße dann eher kaputt. So, bei höheren Geschwindigkeiten hier sieht man genau das gleiche. Auch wenn ich hier ein bisschen fersenlastiger aufkomme, nimmt die Dämpfung hier schon ziemlich viel an Energie weg und lässt den Schuh eigentlich sehr gut abrollen. Auch hier der andere Schuh. Zack, ich komme da eigentlich relativ gut auch mit dem Mittelfuß dadurch auf. Der Schuh ist auch relativ leicht, was den dann eben auch dazu, ja, was einem dazu eben verleitet, auch das Bein, den Fuß ein bisschen höher zu nehmen beim Laufen, was eigentlich dann sehr gut ist. So, nehmen wir nochmal die höchste Geschwindigkeit hier hinten. Da sieht man es eigentlich auch nochmal sehr gut bei 18 km/h, wenn ich jetzt Marathontempo laufe. Die meiste Dämpfung ist eben wirklich hier auch auf dem Mittelfuß. Da kommt hinten gar nicht so viel an, sondern der rollt direkt ab und der Mittelfuß ist dann eben voll belastet. Und das merkt man eben auch. Wenn ich da hingegen dann eben solche Brocker am Schuh habe oder sowas, die dann nicht so viel abfangen können, dann geht natürlich bei diesen hohen Geschwindigkeiten ziemlich viel zack auf die Ferse, gerade bei solchen Winkeln hier. Und klatscht da natürlich voll rein. Ne? Ganz klar. Zack, hier ist der Winkel zwar auch extrem, aber die Dämpfung kommt eben dann hier im Mittelfußbereich sehr gut. So, was möchte ich euch jetzt an die Hand geben? Nehmt mehrere Schuhe in der Woche auf jeden Fall. Erstmal, um eure verschiedenen Fußmuskulaturen zu trainieren und eure Knochen zu schonen. Solche Barfußschuhe. Ich würde auch raten, immer mal auf der Tatanbahn oder so barfuß zu laufen, denn ihr seht, ihr trainiert damit einfach euer komplettes Fußgewölbe, die ganze Muskulatur hier drin, euer Sprunggelenk trainiert ihr damit natürlich sehr gut und ihr braucht da eigentlich wenig Angst haben, wenn ihr dafür nicht
also wenn ihr das mal so ein bisschen kontrolliert, dass ihr da eben so mit der Ferse extrem aufkommt, sondern habt ein sehr gutes Verhalten. Das trainiert eben die Muskulatur. Und dann könnt ihr natürlich auch mal schnellere Sachen auf der Bahn, Intervalle oder sowas mit so Barfußschuhen machen, das ist auch kein Problem. Oder so kürzere Distanzen, so mal bis 5 Kilometer oder sowas, habe ich damals auch angefangen mit den Schuhen. Weil hier, wenn ihr hier auf der Ferse aufkommt bei höheren Geschwindigkeiten und damit dann natürlich 20 Kilometer lauft oder sowas, ist das natürlich extrem, was da auch an Energie ins Knie geht. Mittlerweile komme ich aber mit diesen Schuhen sehr gut klar und man sieht auch, der Winkel hier, wenn ich jetzt aufkomme, ist nicht so extrem wie bei diesen anderen Kloppern quasi. Hier geht das Ganze eigentlich noch, zack, wenn ich hier aufkomme, ist der Winkel deutlich geringer als bei den anderen Schuhen. Das heißt, hier habe ich auch weniger fersenlastiges Verhalten, weil der eben Richtung Barfußschuh geht. Wie gesagt, man muss sich aber wirklich dran gewöhnen. Am Anfang werdet ihr vielleicht maximal so 2-3 Kilometer mit solchen Schuhen laufen, aber nach ein paar Wochen sind es dann 5 Kilometer und mittlerweile laufe ich auch mit den Schuhen mal 15 Kilometer ohne Probleme zu bekommen, was natürlich im Wettkampf dann den Vorteil bringt, dass ich extrem leichte Schuhe an den Füßen habe. Wenn es da ein bisschen so halbmarathonmäßig geht oder so, dann habe ich eigentlich sehr gerne die Adidas hier an, auch mal so 10 Kilometer oder sonst was. Die haben relativ gut Grip, die fühlen sich richtig so gute Mischung aus Festigkeit und eben Leichtigkeit an. Und hier sieht man eben auch, dass die eben so da ein bisschen gedämpft sind. Das Abrollverhalten ist noch relativ gut und auch bei höheren Geschwindigkeiten ist das eigentlich so für eine kurze Strecke kein Problem. Aber wie gesagt, auch so 10, also auch so 30, 40 Kilometer oder Marathon im Wettkampf vielleicht mal, aber im Training würde ich den jetzt nicht unbedingt dann anziehen für so eine 40 Kilometer Strecke, weil der doch dann schon Probleme hervorrufen kann. Gerade hier, wenn ich dann meinen hinteren Fuß habe, der extrem steht, kann das Knieprobleme hervorrufen. Und dann mit der leichten Supination oder Pronation, je nachdem was ihr habt, kann das natürlich dann auch ein Läuferknie geben, weil dann eben euer Außenband belastet ist oder euer Innenseitenband am Knie und dementsprechend muss man immer dann eben sowas mal gucken, woran liegt das Ganze. Für längere Strecken, für wirklich lockere, längere Strecken, wenn ich so 30, 40 Kilometer mache und Kilometer abreiße und das mehrfach die Woche auch mal, nehme ich sehr gerne diesen Schuh, auch wenn ich zweimal oder so am Tag trainiere, dann habe ich dann bei Intervallen, habe ich dann diesen Schuh eben an hier und bei den lockeren 10ern oder 15 Kilometer, die ich dann noch mache, ziehe ich dann später am Abend den Schuh an, um eben den Fuß auch die nötige Regenerationsfähigkeit eben zu gönnen und nicht die ganze Zeit, den ganzen Tag, auch wenn es dann am Abend 10 Kilometer sind, nicht schon wieder mit den Barfußschuhen zu laufen. Sondern da sollte man dann ein bisschen gucken, wie trainiere ich und was sagt mein Körper, wie bin ich angepasst. Ja, das auf jeden Fall dazu. Hängt natürlich auch immer mit eurem Gewicht zusammen, ne? Wenn ihr, sag ich mal, 100 Kilo wiegt oder sowas, dann ist das natürlich viel, viel besser, wenn ihr so eine Dämpfung drin habt oder wenn ihr auch mal so eine Dämpfung drin habt. Diese Schuhe sind wahrscheinlich auch für etwas schwerere Personen gemacht. Deshalb wirkt die Dämpfung bei mir hier auch überhaupt nicht so wirklich. Dann könnten die Schuhe zum Beispiel für jemanden, der schwerer ist, deutlich besser funktionieren als bei mir jetzt, ne? Dann sind natürlich bei jemandem, der 100 Kilo wiegt, solche Schuhe überhaupt nicht zu empfehlen. Ganz klar, weil dann eben das ganze Fußgewölbe, der ganze Fuß, die Muskulatur und so weiter extrem belastet sind. Ja, habe ich noch irgendwas vergessen? Ich kann euch gerne mal zeigen, wenn die Jungs dann hier waren, wie der Unterschied dann aussieht von, also wie deren Laufstil so ist, wie das dann funktioniert, auch von hinten und so. Vielleicht auch mit der Körperhaltung, mit der Hüfte, worauf man gucken kann. Und ansonsten hoffe ich, dass das Video euch ein bisschen was gebracht hat hier, dass euch das Video dann auch geholfen hat, vielleicht mal so auf die Laufschuhe zu gucken. Und ich möchte eben hier dann auch solche Laufanalysen so ein bisschen anbieten, weil wenn man die im Geschäft macht, die Kosten, wenn ihr die Schuhe dort nicht kauft, wenn ihr euch Schuhe dort kauft, bekommt ihr meistens so eine 5 Minuten kurze Laufanalyse von hinten kostenlos. Und wenn ihr die Schuhe dann eben nicht kauft, kostet das, glaube ich, irgendwie 20, 30 Euro oder sowas. Aber die machen eben auch nur eine Analyse eben kurz von hinten, gucken, ob du supinierst, pronierst oder sonst was. Und das war's dann. Also wirklich so eine ausführliche Sache von der Seite, von vorne, von hinten mit verschiedenen Schuhen bekommt ihr eigentlich bei verschiedenen Geschwindigkeiten und so. Würde dann schon ein bisschen mehr kosten. Dann kostet das Ganze mal so 80, 100 Euro oder sowas, wenn man das wirklich vernünftig machen möchte. Ne?
So viel dazu und ja, ich denke mal, dass ich sowas auch hier in der Hinsicht so anbieten kann, weil man kann ja schon wirklich sehr viel rauslesen, wie ihr eben seht, und auch wenn die Videoqualität jetzt natürlich bei den Frames, bei 240 Frames pro Sekunde jetzt nicht unbedingt die beste ist, da bin ich noch am gucken, wie ich das am besten ausleuchte, auch mit dem Hintergrund, ob ich den hell mache oder dunkel mache, aber so passt es eigentlich ganz gut. Ich denke mal, man kann sehr gut erkennen, wie das Ganze aussieht. So, man kann nämlich dann auch später bei Supination, Pronation kann man eben so ein Lineal dranlegen und kann sich dann wirklich mal angucken, wie sieht das Ganze aus, bei welchem Schuh ist es jetzt am schlimmsten, wo geht's eigentlich und wie kann ich das Ganze dann eben auch bewerten. Wenn ich dann, zack, hier ist dann der Aufsatz, ja, ein bisschen verpasst, aber gut, könnte ich dann eben gucken, hier ist der Winkel eben so bei der Geschwindigkeit. Man kann dann eben genau gucken, bei welchen Geschwindigkeiten läuft der andere Wettkampf, bei welchen Geschwindigkeiten ist eben welcher Schuh dann wahrscheinlich am besten geeignet für ihn. Auch von hinten kann ich natürlich Supination, Pronation dann eben mit hier dem Winkel mal so ein bisschen schauen und gucken, wie hat sich das verbessert. Hat er spezielles Training dafür gemacht? Hat sich das verbessert über die Monate oder eben nicht? Wie sieht das mit neuen Schuhen aus? Welche Schuhe sind dann besser geeignet? Ja, wenn euch das interessiert hat, dann könnt ihr das natürlich gerne unten reinschreiben. Das auf jeden Fall erstmal dazu.